liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Video für euch, aber bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung, ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, heute soll es um Winter- und Weihnachtsbücher gehen, die dritte. Ich habe euch ja im letzten Jahr schon zweimal Winter- und Weihnachtsbücher vorgestellt. Jetzt habe ich überwiegend neue Bücher und ich würde sagen, wir legen los. Ja, Karen Swan ist das erste Buch, das ich euch vorstellen will, oder besser gesagt die Autorin. Sie bringt im Schnitt jedes Jahr ein Weihnachts- und ein Sommerbuch heraus. Und ja, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren macht sie das schon. Und ihre Winterbücher sind immer sehr fluffig, sie sind schön so zum Einkuscheln. Das sind Geschichten, wo man wirklich, wie ich immer so schön sage, den Kopf abschalten kann und einfach sich hineinstürzen kann. Ihr neuestes Buch heißt Winterträume im Schnee. Auch dieses Buch ist wieder recht nett aufgemacht, obwohl meistens ihre anderen Bücher noch mehr so Glitzer haben. Ob hier unten ist ein bisschen Glitzer, aber sie hat es in einigen Jahren schon wesentlich mehr übertrieben. So, hier haben wir sofort, wenn wir die Klappbroschur aufschlagen, sehen wir unten ein Winterdorf und hier wird kurz beschrieben, wie so die Umgebung und die Stimmung ist. Die Stadt war von einer dicken Schneeschicht bedeckt, die sich auf Balkone und Dächer gelegt hatte und wie ein Daunenkissen. Am aquamarinblauen Fluss lag ein Chalet neben dem anderen. Lichterketten waren über die Straßen gespannt und ein riesiger Weihnachtsbaum funkelte und glitzerte. Ja, das zeigt doch schon mal wirklich so eine weihnachtliche Stimmung auf. Und in diesem Buch geht es diesmal um einen Snowboarder, nämlich um Kid Fawley. Und es geht um Clover Phillips, die, ja, ich glaube, sie ist eine Filmautorin oder eine Regisseurin und will wieder einen Film machen. Es ist so, dass der Snowboarder Kid Fawley für seine Skandale ebenso bekannt ist wie für seine spektakulären Siege. Er hat aber allerdings irgendwann einen verheerenden Unfall, in dem er verwickelt war mit einem Rivalen. Und über diesen Unfall spricht er niemals. So, Clover Phillips ist preisgekrönt. Ihre Filme haben schon oft Preise erlangt. Aber in ihrem neuesten Film will sie halt die Wahrheit ans Licht bringen. Und sie folgt Kit in die tief verschneiten österreichischen Alpen und quartiert sich kurzerhand in seinem Chalet ein. Denn sie ist überzeugt, dass Kit irgendwas zu verbergen hat. Aber je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto stärker fühlt sie sich auch irgendwie zu ihm hingezogen. Und ist er wirklich so kühl und unnahbar, wie er sich gibt? Wir werden es erfahren. Also eine rundherum schöne Weihnachtsgeschichte, die in den österreichischen Alpen wohl diesmal spielt. Und es geht um Snowboard und es geht eben um zwischenmenschliche Gefühle. Ja. Genauso wie Karen Swan bringt mittlerweile Mandy Baggett auch jedes Jahr ein Weihnachtsbuch raus. Und ihre Bücher sind auch immer wunderschön geschrieben und sie sind auch vor allen Dingen toll aufgemacht. Guckt euch das mal an. Das spielt an der Küste. Hier haben wir einen Leuchtturm und überall glitzert und funkeln hier Sterne. Und es geht diesmal um Long Island. Hinten drauf steht nämlich, während die Küste von Long Island im Glanz der Schneeflocken erstrahlt, heilen zwei gebrochene Herzen. Ach Leute, da kriegt man doch schon wieder den Herzschmerz gleich serviert. Es ist so, dass kurz vor Weihnachten die geliebte Großmutter von Harriet stirbt. Sie lässt in London alles stehen und liegen und reist, ja, zutiefst traurig in die Hamptons, um ihrem Großvater in diesen schweren Zeiten beizustehen. Und in Montauk entfaltet der Winter einen besonderen Zauber. Die Küste funkelt im Schnee, die Häuser erstrahlen im Lichterglanz und Harriet stürzt sich in die Vorbereitung für ein großes Weihnachtsfest, das ihre Großeltern immer jedes Jahr für die ganze Nachbarschaft ausrichtet. Und dabei trifft sie auf einen alten Freund Mac, in den war sie einst verliebt und er ist ohne eine Erklärung aus ihrem Leben verschwunden.
Und nun ist der schweigsame Bootsbesitzer fest entschlossen, wohl Harriets Herz zurückzuerobern. Also, ja, ihre Bücher sind auch immer wunderschön geschrieben. Es sind halt tolle Weihnachtsgeschichten mit Liebe gespickt und ja, so etwas, was man halt braucht, wenn man die stressige Adventszeit überleben möchte. Ja, dann gibt es ein neues Buch von Felicity Pickford. Die hat letztes Jahr ja ein Buch rausgebracht, und zwar ging es da auch um das kleine Grand Hotel, nämlich Willkommen im kleinen Grand Hotel. Diesmal gibt es Weihnachtswunder im kleinen Grand Hotel, und das Buch ist wieder, was ich toll finde, so aufgemacht wie im letzten Jahr, halt nur mit einem anderen Bild. Hier glitzern auch Kugeln am Baum, und ja, das Buch ist wieder wunderschön aufgemacht. Ach so, bevor ich es vergesse, das Buch von Mandy Baggett kostet auch 11 Euro. Also ich glaube, das ist mittlerweile der Einheitspreis für ganz viele Bücher. Die Bücher sind ja etwas teurer geworden, wie so alles in unserem Leben zurzeit. Naja, so, hier haben wir ein kleines Hardcover. Hier geht es um unsere Hauptprotagonistin Kate Goodwin. Die ist durch turbulente Umstände zufällig auf der Eislovskaya gelandet. Und als sie dort mit dem Zug eintrifft, wird sie zu ihrem Erstaunen mit einem Pagen in dieses romantische Hotel 24 Charming Street chauffiert. Wenig später findet sie sich in einer hinreißenden Weihnachtssuite wieder, die eigentlich für einen Ehrengast reserviert ist, nämlich die legendäre Chansonnière Odile Tournier. Da Kate aber dringend einen Unterschlupf sucht, beschließt sie zu bleiben und bringt ja die Beschaulichkeit in diesem kleinsten Grand Hotel der Welt gehörig durcheinander. Doch wir werden nicht im 24 Charming Street Hotel, wenn es nicht gelänge, auch aus dieser Katastrophe noch ein Weihnachtswunder zu zaubern. Ja, es ist, denke ich mal, wahrscheinlich so ähnlich wie die Geschichte im letzten Jahr, dass dieses Hotel halt ja aus einem bestimmten Grund immer Leute dorthin holt. Und ja, ich bin gespannt, was uns wieder für eine schnucklige kleine Geschichte erwartet. Es ist nichts Spektakuläres, war es auch im letzten Jahr nicht, aber es sind halt kleine, schöne Geschichten auch oder Personen meistens, die ja einem so ein bisschen den Weihnachtszauber näher bringen. So, dann habe ich ein Buch entdeckt von Heidi Swain, nämlich Apfelpunsch und Winterleuchten. Das ist schon so eine Vorweihnacht, so eine Wintergeschichte. Und Mandy Baggett sagt, dass dieses Buch einfach glücklich macht. Ich finde das Cover wunderschön. Das Einzige, was ich hier monieren muss, ist dieser hässliche, ja, Aufkleber. Ich dachte, es wäre ein Aufkleber, aber nein. Jetzt fangen die schon an und drucken diese Kleber mit drauf. Und das finde ich, das geht gar nicht, Leute. Also, wenn irgendjemand vom Pinguin Verlag zuschaut, Leute, so etwas geht gar nicht. Potthässlich und verunstaltet das wunderschöne Cover. So, aber worum geht es hier in dieser Geschichte? Es geht um eine zuckersüße Kleinstadt, ein verschneites Herrenhaus, romantische Spaziergänge im Schnee. Unsere Hauptprotagonistin heißt Anna, und für sie gab es als kleines Mädchen nichts Schöneres als ja, einen glitzern geschmückten Tannenbaum, duftende Plätzchen und frisch gefallener Schnee. Ich glaube, davon träumen wir alle in der Weihnachtszeit. Aber ihre Mutter ist wohl irgendwann zu Weihnachten gestorben, und seitdem möchte sie eigentlich nicht mehr an Weihnachten denken. Und als Ablenkung hat sie dieses Jahr ein tolles neues Jobangebot. Das führt sie nämlich nach Winthorpe Hall, einem hübschen Herrenhaus. Und das liegt unweit eines gemütlichen Städtchens Winebridge. Und sie freut sich natürlich, dass sie dieses Jobangebot bekommen hat, aber
was sie erwartet, ist, dass eben die eigenwilligen Besitzer absolute Weihnachtsfans sind und die halten gar nichts davon, dass Anna eben das Fest der Liebe ignorieren will. Und dann kehrt auch noch der gut aussehende Sohn Jamie nach langer Zeit nach Hause zurück. Er soll das Herrenhaus nämlich mal übernehmen, obwohl er sich ja ein Leben auf dem Land eigentlich gar nicht vorstellen kann. Anna und Jamie, die schließen einen Pakt. Anna soll Jamies Liebe zu seiner Heimat wieder erwecken und Jamie im Gegenzug Annas Liebe zu Weihnachten. Sue Moorcroft schreibt ein Buch zum Einkuscheln. Ja, das klingt doch auch nach einer tollen Winter-Weihnachtsgeschichte. Wie gesagt, ein wunderschönes Cover, wenn man mal von diesem hässlichen gedruckten Aufkleber absieht. Ja, dann habe ich hier ein Buch, das habe ich euch schon bei meinem One to Read gezeigt, nämlich von Hannah Lewis, Der Duft von Tee und Winter. Dieses Buch ist im Heine Verlag erschienen. Auch dieses Buch kostet 11 Euro, genauso wie das Buch von Heidi Swain. Hier geht es nämlich um englischen Winterzauber und es geht um Tee. Durch Zufall stößt Laura in einem alten Buch auf ein Buch über indische Tees, oder man muss besser anders anfangen. Laura ist im Umzugsstress und sie bringt wohl ein paar Bücher in den öffentlichen Bücherschrank und beim Durchsehen entdeckt sie ein Buch über die Welt des indischen Tees. Sie liebt es, ihre eigenen Teesorten zu kreieren und so nimmt sie das Buch mit, blättert es durch und ist ganz euphorisch und findet plötzlich zwischen den Seiten ein Bild von einem jungen Mann. Und sie weiß, dass die Besitzerin des Buches Agatha spärlich ist. Sie sucht die alte Dame auf, um ihr das Bild zurückzubringen. Und aber die ist total abweisend zu ihr. Und aber irgendwie nähern sich die beiden wohl doch ein bisschen. Und Agatha beginnt halt aus ihrer Kindheit in England zu erzählen und eben von ihrer großen Liebe Jivan. So, mit dem durfte sie aber nicht zusammen sein. Und Laura reist schließlich nach Kent auf der Suche nach diesem Jivan. Und sie ist total begeistert, umgeben von dieser winterlichen Landschaft, dem Duft von frisch gebrühtem Tee. Versucht sie halt, diesen Jivan zu finden. Und sie trifft auf den Großneffen, auf Joshua. Und die beiden fangen an, ein gehütetes Familiengeheimnis aufzudecken. Aber ob das letztendlich ein glückliches Ende für Agatha und Jivan geben wird, und ja, denn deren Schicksale scheinen doch sehr verschieden zu sein. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, was ist mit Anna und Joshua? Beginnt da vielleicht auch eine kleine Liebesgeschichte sich zu entwickeln? Wir werden es erfahren. Ja, auch ein wunderhübsches Cover, was so richtig so winterlich angehaucht ist, und ja, und es geht um Tee, es geht um England. Ach, was wollen wir mehr? So, dann habe ich in der Meierschen, in der Bücherkiste, habe ich ein Buch gefunden, ein Mängelexemplar. Das Buch ist von Michelle Marley und heißt White Christmas, das Lied der weißen Weihnacht. Auch ein Mängelexemplar, was allerdings auch in einem Top-Zustand ist. Es ist lediglich unten der Mängelexemplarstempel und hier sind so ein paar Abdrücke in den Buchseiten. Aber das ist nichts Spektakuläres. Diese Geschichte führt uns nach Hollywood und zwar zu Heiligabend 1937. Es geht um einen erfolgreichen Jazzkomponisten, Irving Berlin aus New York. Und für den ist dieser Tag stets ein ganz besonderer. Er verbindet damit sein großes Glück und gleichzeitig auch einen schweren Schicksalsschlag. Doch diesen Heiligabend muss Irving zum ersten Mal getrennt von seiner Familie unter der Sonne Kaliforniens verbringen. Und voller Sehnsucht nach seiner Frau und den Kindern beginnt er an einem Song für die Weihnachtszeit zu arbeiten und erfährt schließlich, dass auch in Hollywood ein Weihnachtswunder geschehen kann.
Eine bezaubernde Liebesgeschichte und die Geschichte des erfolgreichsten Weihnachtslied aller Zeit. Und da denke ich sofort an Bing Crosby, I'm Dreaming of a White Christmas. Ob es dieses Lied sein wird, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist das mal auch eine interessante Geschichte. Sie spielt in New York und in San Francisco und in Kalifornien. Und es geht halt um Weihnachten. Ja, dieses Buch, seht ihr ja vorne, ist noch ein hässlicher Stempel oder besser gesagt ein hässlicher Aufkleber. Den kann man Gott sei Dank aber abziehen. Das Buch hat mal 14 Euro gekostet. Ich habe es für 4,99 bekommen. Ja. So. Das nächste Buch ist von Stephanie Marzian und ist ein Buch oder ein Roman in 24 Kapiteln. Dieses Buch ist im Lübbe Verlag erschienen und es geht in diesem Buch um eine Zuckerbäckerei. Und zwar geht es um Lena, die ist eine echte Frohnatur. Und die lebt mit ihrem zauberhaften Eichhörnchen Ruprecht in einem alten Stadthaus, in dem sich seit Generationen die Zuckerbäckerei ihrer Familie befindet. Und diese Bäckerei heißt Fräulein Gewürzzauber. Nach dem Tod ihrer Oma hat Lena das Café übernommen und ihrer eigenen süßen Welt gemacht. Einzig in der Liebe, ja, da hat sie wohl bisher kein Glück. Aber am 1. Dezember findet sie unverhofft eine Postkarte in der Handschrift ihrer Großmutter in ihrem Briefkasten. Und diese Postkarte ist wohl das erste Türchen eines Adventskalenders, den Oma Grete ihr für den Fall hinterlassen hat, dass sie noch mehr, dass sie noch nicht ihre Liebe gefunden hat. Und wird dieser Kalender halt Lena den richtigen Weg zu ihrer Liebe weisen? Ein entzückender Roman in 24 Kapiteln, humorvoll und romantisch, wie ein zu Papier gebrachter Weihnachtsfilm. Süßer, die Kekse nie schmecken. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Ich finde das schön, dass man dann wieder so im Dezember so ein Weihnachtsbuch hat, in dem man jeden Tag ein Kapitelchen lesen kann. Das Buch ist ja auch nicht so dick. Ich sehe gerade, es hat gerade mal 256 Seiten, was die Geschichte anbelangt. Und dann gibt es hier noch ein paar Seiten mit Rezepten. Und das finde ich ja wieder ganz, ganz toll. Himbeer, Lavendelpraline und hier steht auch, wie man das herstellt. Tante Tesas Zimtstangen, Lenas Weihnachtspunsch, Schokoküchlein mit Tonkabohnen. Ja, also das finde ich ist ein ganz, ganz tolles Buch. Das werde ich definitiv im Dezember dann starten und werde dann jeden Tag ein Kapitel lesen, sodass man dann Weihnachten oder am Heiligabend dann das Buch durch hat. Das finde ich immer richtig toll. So, und last but not least habe ich ein Buch, das habe ich im letzten Monat gekauft, ist auch bei meinem Neuzugänge-Video, aber ich wollte es gerne nochmal vorstellen. Es ist von Val McDermid. Das ist ein Weihnachts-Winterbuch mit Kurzgeschichten. Hier geht es, ich gucke mal kurz, ja, da gibt es eine Geschichte wie Schöne Bescherung, Wen es trifft, Weihnachten nach alter Väter Sitte, Lange schwarze Schleier, Das Mädchen, das den Weihnachtsmann umbrachte, so heißt auch der Titel, und viele Geschichten mehr. Hinten drauf steht, ein Mädchen erwartet den Weihnachtsmann, ein Autor wird vom Geist eines neidischen Co-Autors verfolgt, eine Witwe rächt den Tod ihres geliebten Mannes und keine geringere als Toni Hill, Carrie Jordan und Sherlock Holmes ermitteln. Die Queen of Crime zeigt sich als Meisterin der kurzen Form und erweckt rätselhafte und düstere Charaktere zum Leben und Töten. Diese 12 atmosphärischen Kurzgeschichten erschüttern und begeistern zugleich. Ja, Val McDermid schreibt ja immer Thriller und Krimi und die spielen oft auch in Schottland, glaube ich, und eben auch in England. Und ich bin gespannt, was für Kurzgeschichten da auf einen warten. Ich finde, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit kann man Kurzgeschichten gut lesen. Ich bin jetzt auch nicht gerade so der absolute Fan von Kurzgeschichten, aber wenn sie so ein bisschen weihnachtlich angehaucht sind und
Ja, dann finde ich das schon ganz schön. Ja, Leute, das sind wieder ein paar richtig tolle Weihnachtsbücher, die ich mir dieses Jahr zugelegt habe. Natürlich habe ich euch im letzten Jahr 2 vollgepackte Videos mit Winter-Weihnachtsbüchern gezeigt. Ich sammle ja schon ganz lange Winterbücher und Weihnachtsbücher, also seit vielen, vielen Jahren. Und jedes Jahr kaufe ich mir immer ein paar neue mal dazu. Wie gesagt, inzwischen Karen Swan, Mandy Bagot, manchmal auch von Sue Moorcraft. Da kaufe ich mir immer jedes Jahr das Buch, das rauskommt, und dann eben immer noch ein paar, die ich so entdecke und die mich ansprechen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es sind auch für euch ein paar schöne Anregungen zu Winter-Weihnachtsbüchern dabei. Vielleicht sagt ihr ja auch, oh Mann, das könnte auch ein Buch für mich sein. Und ja, freue mich, wenn euch meine Tipps gefallen haben, wenn ich von euch einen Daumen hoch bekomme. Und würde sagen, wenn ihr Lust habt, seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage tschüss, macht's gut, wir sehen uns.